Hallo und Savadikap. Ja, kleines News-Update. Kann man sagen News. So, ich habe heute mit dem Rainer telefoniert. In der Zoll Post Office hat er eine kleine Bar, hatte ich ein kleines Video, der hat ja vorher in Phuket gelebt. So, was ist jetzt neu? So, laut Aussage für Pattaya und Bangkok. Jeder Gast, der irgendwo in eine Gastronomie nie möchte, der braucht ein Zertifikat. Also er muss zu einer Apotheke, ein Krankenhaus oder es soll ein Teststellen erstellt werden, ein Zertifikat haben über einen Schnelltest, 72 Stunden gültig, ein Corona-Test. So. Den kann man also da machen. Jede Bar ist verpflichtet, Personal täglich zu testen. Und jeder Gast muss ein Zertifikat vorweisen, also ein Schnelltestzertifikat vom Krankenhaus, von einer Apotheke oder von einer Teststelle. Damit kann er das Lokal betreten. Hat er das Zertifikat nicht, diesen Schnelltest, muss der Wirt ihn zurückweisen. Oder er kann vor Ort einen Schnelltest machen. Kostet natürlich Geld. Jeder Gastwirt müsste jetzt also losgehen, sich Schnelltest kaufen, in seinem Bar, Restaurant, im Augenblick gibt es ja nur Restaurant mit Essenausschank, wo man Alkohol verkauft, so einen Test machen. Dann müsste der Gast natürlich 15 Minuten auf der Straße sitzen, bis der Test gültig ist und dann rein. Ja, wie das alles gehen soll, sage ich mal ehrlich, boah, das weiß kein Mensch. Aber seit gestern geht's. In Pattaya, laut Aussage des meiner Bekannten, wurden gestern also einige Bars zugemacht, weil in Pattaya war ich ja letzte Woche gewesen, da waren ja die Open-Air-Bars offen, ob sie Essen verkaufen oder nicht. Man hat es geduldet, finde ich auch gut. Aber es soll Pattaya an erster Stelle, Bangkok an zweiter Stelle stehen mit Neuinfizierten seit Weihnachten, deshalb macht man das. Ja. Das heißt also, wenn du jetzt essen möchtest, du kannst also nicht im Restaurant gehen, du musst dir erstmal einen Test beschaffen. Ist 72 Stunden gültig. Okay, wenn jemand Bier trinken geht, gibt da so viel Geld aus, weiß nicht, vielleicht 300, 350 Baht, ist ja egal. Wenn jemand rausgeht, gibt da viel Geld aus. Wenn der Test 72 Stunden gültig ist, ist doch kein Problem. Ja, aber hat einer keinen Test, ja, setzt er sich 15 Minuten vorm Lokal und wartet, bis der gültig negativ ist, dann darf er rein und dann geht er zum nächsten Lokal und da passiert das Gleiche. Ja, weiß ich nicht, ob das urlaubsabschreckend ist. Ich weiß es nicht. Ja, und im Augenblick ist Pattaya und Bangkok damit betroffen. Meiner Meinung nach wird es nicht lange dauern, wird Phuket auch dran sein. Morgen ist der große Tag der Wahrheit. Morgen wird es neu beschlossen und veröffentlicht, was gibt's. Also Test to go, denke ich mal, ist in weiter Ferne. Entweder Sandbox 7 Tage Phuket oder 7 Tage im Hotel in Bangkok. Ist natürlich teuer und wer lässt sich gerne einsperren. Ja, wir warten ab, was es morgen gibt. Also dieses gilt also schon, dass sich jeder ein Testzertifikat hat, damit er in ein Lokal darf. Ja, jetzt warten wir mal, ist ja nicht so lange mehr bis morgen, was da morgen gibt. Ich denke mal, morgen spätabend oder übermorgen wird man also mehr wissen. Ich werde euch informieren, sobald was Neues gibt. Gerüchte sind mit dem neuen Thai-Pass, die ausgestellt wurden und. Können wir nicht drauf geben. Wir warten mal ab, was morgen gibt und dann gibt es die Neuigkeiten.
Ja. Mal gucken, Phuket ist ja diese Ausweismöglichkeit, was man machen konnte bis jetzt. Wir werden morgen sehen, was da gibt. Und wir hoffen also das Beste, dass es hier ein bisschen aufwärts geht. So, alle, die auf dem Weg sind nach Thailand, wünsche ich einen schönen Urlaub. Und denkt dran, wenn ihr hingeht, ihr werdet bestraft, wenn ihr in einem Lokal sitzt, ohne einen Test oder Testbescheinigung oder einen Test. Denkt daran, ich habe gehört, beim Mauschutz wieder was zu machen. Zahlt das Geld, macht 72-Stunden-Test, seid auf der sicheren Seite. Nicht, dass ihr nachher tief in der Tasche greifen müsst. So, das war ein kleines News-Update für heute. Morgen, spätestens übermorgen gibt es mehr. Ich halte euch auf dem Laufenden. Gebt mir ein Like, wenn euch das gefällt. Tschüss, bis dann, der Dieter. Ja, und so wie ich gerade erfahren habe, hat der Rainer von der No Ideal Bar in der Third Post Office genug Schnelltests für seine Gäste da, sagt er mir gerade noch eben schnell zwischendurch telefoniert. Er hat genug Schnelltests für seine Gäste da. Also, wenn ihr nirgendwo reinkommt, sucht den Rainer, der hat was für euch da. Tschüss!